bound only by frozen memories. We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen. Einsteigen, dabei sein. Und es geht weiter mit dem Stream. Ja, wir machen jetzt Last of Us Part 2 weiter. So, ich muss hier noch was einstellen. Dann geht's auf Support los. So, Musik, du bist jetzt ausgeschaltet. Brauchen wir nicht. Dann wechseln wir mal zum Spiel rüber. Na, wo haben wir es denn? Ja, bis jetzt sieht man sehr viel. Jetzt, okay, jetzt haben wir es. Gut, dann würde ich sagen, ne, geht's jetzt weiter mit The Last of Us Part 2. Oh, nochmal strecken. Ich habe 2 Stunden vorhin geschlafen. Ich bin eine richtige Pensau. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ja, wieder so eine ganz leichte Verzögerung drin, aber das ist ja normal. In der Mauer. Die Verzögerung scheint diesmal größer zu sein. Ja, unnormal. Ja, gucken, wie sich das entwickelt. Nischt. Ja, klar. Und auch nischt. Ich muss sagen, ich habe mich selber schon drauf gefreut, heute wieder The Last of Us zu spielen. War was Gutes da drin? Ja, das war total. War der Wahnsinn, was hier drin war. Ist ja gar nichts. Mobbing-Spiel. Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Wird er noch ein Medikit herstellen? Nein. Okay. Na, wenigstens etwas. Mal wieder ein bisschen die Steuerung reinkommen. Schade, dass man keine Autos aufmachen kann. Da ist bestimmt Munition drin. Und eine Schrotflinte. So, ich sehe schon, wir müssen da oben hoch. Dann lass uns doch mal gucken, schauen, wie wir da hochkommen. Oh,
Oh, da ist die Leiter. Wir da irgendwie rauf. Das heißt, wir müssen da auf die Käfige. Also mit dem Springen hat es noch nicht so. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Ellie ist eine richtige Powerfrau. Kann das. Ich hätte mir wahrscheinlich schon einen Arm abgerissen. Klasse. Komisch, da kann sie sich nicht festhalten. Das ist zu weit, ne? Da kann sie hier lang. Das ist ja trotzdem zu weit. Ich sollte vielleicht einfach dahin springen. Ich wollte es mal versuchen. Alte L1. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ellie, nicht so eine Ausdrücke, bitte. Wir sind gerade live, ja? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Das war ein Fehler. Eine Notiz. Okay. Haupttor 0512 Nord 011382 Nord 1 Ost 1 Ost 5345 BE West 1 6128 West 2 0451 wenden. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus. Ellie, jetzt sei mal bitte ruhig, ich will hier vorlesen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus, der Kuppel und bringt es zum Versteck in den in der Serevina-Basis.
Denn immer ins Wort fallen müssen. Halt. Das ist mein Generator. Ich bin zu blöd für dieses Minispiel. Jetzt. Wegen dieser leichten Verzögerung haut das nicht so ganz hin. Habe ich das jetzt falsch rübergeworfen? Ah. Ein bisschen, könnte mal wieder abgeschmiert werden. Ja, wir können was craften. Na, immerhin. Lass mich raten, wir brauchen Saft. War ja klar. Der Lootgott ist heute nicht gnädig. So, jetzt müssen wir dich rüberwerfen. Okay. Erstmal gucken, wo du eingesteckt werden sollst. Da. So, dann rein mit dir. Okay. Sitzt ein bisschen auf Spannung. Ach Gott, ja, jetzt muss ich erst mal wissen, dass Main Gate ist das, ne? Null 512, okay. Sie hat die Lasagne mitgebracht. Geil.
jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF versteckt gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Seravina. Zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Oh. Dann schauen wir hier mal ein bisschen. Loot tut ja am meisten gut. Oh shit, da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Ja, aber lass mich raten, da kommen wir nicht so einfach lang. Suchen wir einen Weg vorbei am Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Okay, dann mal los. Kein Benzin mehr. Ach, verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir haben noch eine Karte. Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Wir haben eine Karte und ich werde hier benutzen. Also, wo sind wir? Ja, also auf jeden Fall nicht Disneyland. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Fuck Fedra Gate. Welcome to Seattle. Weißt du, wo ich zuerst hin möchte? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte sind. Oder ich glaube, da gab es eine Waffe, die würde ich mir gerne holen. Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. War das Glück, nicht in einer Kruzette aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Dann schauen wir uns hier mal um. Das ist cool. Auf eine Scheiße, die könnten zerquetscht werden, Art. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich würde hier nicht mehr freiwillig reingehen. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Heute sind wir auf Lost Place Tour. Gefällt mir nicht. Mist. Willst du lieber abhauen? Entscheide du. Drück immer die falsche Taste beim Ausweichen. Habe ich noch eine andere Waffe? Thank you.
Und somit ist die Munition weg. Okay. Das waren alle. Was für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Wo sind wir? Glaubst du, das ist die Bank? Ist wohl eine Bank. Schickimicki. Möchten Sie bei uns ein Konto eröffnen? Bar- oder Girokonto? Was haben wir denn da? Tresor 60, 2306. Ablösung der Wache tagsüber alle 2 Stunden, nachts alle 4 Stunden. Das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbanken. Da, Vordereingang, bla bla. Oh, ja, ich liebe diesen Film. Ich lese nicht jeden Scheiß jetzt vorne. Ich meine, die meisten hier haben das ja eh alles gesehen schon. Ich glaube mal, wir müssen den Tresorcode rauskriegen. Da war das der Tresorcode. Entschuldigung. Vollpunkt, Matum. Da. Tresor 6023. Ach so, das ist der Code dann wahrscheinlich. 6023 06. Bitte. So. Ja, mal gucken, was da drin Schönes ist. Leichen. Eine Schrotze. Ich wusste, da drin ist eine Waffe. Wollte aber nicht spoilern. Sind hier nur reingegangen, weil interessant war. Bomgott. Ja, mit dem Geld kann man vorbei. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Früher in der alten Welt. Werden wir reich. Cool. Dick Parvis Magna. 29. Januar 1596. 93279. Ich glaube, der wird nachher auch noch wichtig. Trophäe erhalten. Aber ihr seht es ja selber. Diese Scheiße! Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert, hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken. Überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten. Dass alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Karl weggezehrt. Der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen. Verdammt nochmal jeden, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch, spitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann nicht klar denken, oh Scheiße. Passiert es so? Werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor.
Ich würde die alle öffnen, aber da ist wahrscheinlich eh nichts drin. Oh. Wir haben Besuch. Wir möchten kein Konto eröffnen. Ja, KI ist Beste. So, wo ist denn die andere Hubdule? Untenrum nicht frisch. Zieh doch dein BH aus. Und dann hat die noch nicht mal was. Blöde Punz. Ich glaube, wir sind hier durch. Ja, das glaube ich aber auch, Dina. Schnell raus hier. Jetzt aber ganz schnell. Datenort vollständig. Ja, das kriegt sie auch gleich ein. Das ist ja Wunder. Hey, als noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Pokémon-Karten. Du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Pokémon-Karten. Ein Raumschiff? Oh, ach ja. Dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Glaub, die diese seltene Glurak-Karte ist auch bei The Last of Us sehr viel wert. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, suchen wir das Benzin. Was haben wir denn hier? Und wieder was zu lesen. Colin, ich habe schon wieder... Da waren wir schon. Ja, Ellie. Sei doch mal bitte ruhig, wenn ich hier vorlesen möchte. Das ist mein Stream. So, jetzt nochmal. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kann ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug, um da allein reinzugehen. Entschuldigung für meine Aussprache heute. Irgendwie läuft das doch gerade nicht so. Ich habe doch noch gar nichts getrunken. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sollte ich was... Ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Ja, hier kann ich hundertprozentig nicht hoch, das sieht man ja schon. Lass uns mal auf die Karte gucken. Was haben wir? Okay, wir können hier alles abklappern, das ist doch mal schön. Wow. Willst du
so einen bin ich heute schon gefahren. Ich habe so ein Ding nie in Aktion gesehen. Wie geht? Oh, Schrotmoni. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. So will ich nicht abtreten. Fast wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Ja, aber so möchte ich auch nicht sterben. Getötet von anderen Wichsern. Denn lieber in Ruhe und Frieden einschlafen irgendwann. Das ist der beste Tod, den man haben kann. Aber lebendig verbrannt werden, oh mein Gott. So, nächster Zettel. Roger, ich möchte mal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe dein Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hör zu, wir haben die Fedra bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unseren Kampf angeschlossen. Wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davonschleichen wollen. Es gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seine Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren. Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Fragen stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Oh, ich habe gerade ein bisschen Sodbrennen. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst, Isaac. Irgendwie traurig. Aber auch nur irgendwie, Ellie. So, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Pätchen, komm her hier. Können wir auch ohne die Alte wegreiten? Mist, geht nicht. Wird sie hier gelassen. Hier noch ein Klotz am Bein. Hier würde ich auch gerne rein. Aber das machen wir. Ich glaube, hier sollen wir sogar rein, ne? Missionsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Wir schauen uns erstmal um. Ist. Hey, Musikladen Valiant. Wollen wir Vorräte suchen? Mann. Hallo. Wie es hier früher gewesen ist. Man konnte rumhängen, Instrumente ausprobieren. Ich würde gerne die neue Bon Jovi-CD. Du kannst doch gar nicht spielen. Ich meine, das kann schließlich nicht so schwer sein. Ich kann Schlagzeug spielen. Badadam, bam, 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 badam, psch. Oh. Hör dir das an. Oh, wow. Das war ein interessanter Sound. Das war schon Rolling Stones-like. Naturtalent. Ja, ja, bist du. Ich liebe dich. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache wow. Ist das denn nicht schon? Ich schätze schon. Mhm. Kann hier nicht rüberspringen. Aber hier kann sie, okay.
Das war ich nicht. Das war schon so, als ich gekommen bin. Liebes Ubisoft-Team, so möchte ich, dass das nächste The Division ausschaut. Und ohne Battle Royale, wenn es geht. Kackstifte. Sie haben ein paar Platten hier. The Sleek Habit. The Sick Habit. Na, so ähnlich. Okay. Wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ach ja. So, dann werden wir mal wieder ein bisschen Musik spielen. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Oh, weiter geht's. Ja, geil. Das ist so gut. So kann ich leider nicht singen. Du hättest mich küssen sollen. Zugabe! Ich weiß. Ich auch.
Wir sollten weiter. Ja. Ach ja, dafür hat sich das Stream heute schon wieder gelohnt. Nice. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Ach ja. Ja, zum Glück hat keiner gehört, wie ich gesungen habe. Und wieder ein Zettelchen. Verdammt. Ein weiterer Tag im Paradies. Halt. Schauen wir uns gleich mal an, was Ellie gezeichnet hat. Ein Hü-Hotti. Kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Sein Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gern eine Freude machen. Eine Freunde. Toller Deutsch, den ich habe. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also Daumen drücken. Immer, du bewegst dich hier. Wenn ich so zeichnen könnte, ne? Ich schreibe das auf. Fragezeichen und Fragezeichen. Fragezeichen haben wir durch. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. War's schon durch? Das war's schon? Really? Mal gucken, ob wir irgendwas basteln können. Ich will dieses Zierfernrohr haben. Wie viele brauchen wir denn dafür noch? Genug. Machen wir erstmal Magazinkapazität. So, das war's. Mehr können wir nicht machen. Natürlich bin ich immer so richtig schlau und baue die Sachen aus, wofür wir gar keine Munition haben. Ellie, du kannst da theoretisch durch. Also, ich meine, ich bin ja schon fett, ne? Und weiß, dass ich da vielleicht noch so durchpassen würde. Ellie, gib dir mal ein bisschen Mühe. So wird das nichts mit uns beiden. Ich muss noch mal ganz schnell gucken, wo wir das Benzin finden. Brief des Bankräuders. Karte von Seattle. Kontrollpunkt Torfurt. War das das?
Nee. Karte. Das sind die Baucodes. Ach ja, hier war das Gerichtsparkhaus. Benzin aus dem Gerichtsparkhaus. Der Kuppel. Also war das doch das Gebäude vorne. Das hier. Dann gehen wir da später rein. Schauen uns erstmal weiter um. Ach, das ist das Courthouse. Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Okay, dann gehen wir da noch nicht rein. Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Ja, habe ich gesehen. Deswegen gehen wir da noch nicht rein. Ich würde nämlich gerne nochmal da vorne gucken, ob wir da vorne reinkommen. Hey, das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ja, hier müssen wir ja so oder so rein. Ist jetzt auf der Karte. Großes Fragezeichen. Dann schauen wir uns hier mal um. Treibstoffausgabe. Na bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Oh, was haben wir denn da? Ein Pömpchen. Krass. Ein Zettelchen. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives VLF-Versteck. An der Ecke Spring und Fünfte. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Ecke Fünfte also. Spring und Fünfte. Da oben. Ja, da kommen wir erstmal noch nicht hin. Ich habe ja schon gesehen, dass da wäre, glaube ich, war. Ja. Yeah. Tja, wie man hofft, dass hier unten was liegt und dann bist du wieder völlig enttäuscht. Hier können wir noch gar nichts machen. Oder können wir da irgendwie eine Räuberleiter machen? Nö. Oder wir machen es so. Okay, ich halte das. Shit, wie geht's hier? Pass auf. Wenn du in hohem Gras geduckt bleibst, entdecken dich die Gegner nicht so leicht. Ja, das hat ja bei Pokémon auch immer gut geholfen.
Hast du fein gemacht, Dina. Bist eine ganz Liebe. Hast du toll gemacht. Schnell und leise. Weiß gar nicht, ob ich hier schon sein will. Ich habe immer Angst, ich verpasse Sachen. Ach, wir gehen weiter. Wenn es nicht sein muss, dann gehen wir den aus dem Weg. Das war knapp. Du hast einen schönen Rucksack. Ist der von Tom Taylor? Den hätte ich gerne. So, Dina lassen wir einfach, ne? Kann ja sterben. I see what. Hey, Ellie. Ja, was? Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Immer erst Medikits. Wenn ich die Medikits voll habe, dann... Hätte ich mich für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Dann können wir auch andere Sachen craften, wollte ich sagen. Man muss mir einmal ins Wort fallen. Okay. Benzin. Na dann mal los. Bestimmt leer. Gott verdammt. Hey, also bitte. Nicht fluchen. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Ah, das ist doch viel zu laut. Halt. Betest du noch? Manchmal. Moment. Echt jetzt? Kann ich dich mitnehmen? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Dann noch bei Joel's Car. Und manchmal. Frag für einen Freund. Nur so für mich.
Okay, die Steuerung ist echt miserabel. Kann auch daran liegen, weil... Wegen PS Now. Wegen der leichten Verzögerung. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine die was? Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ja, immerhin. Oh. Dafür kann ich nichts. Das liegt PS Now. Bitte nicht haten. Ja. Er hat mir doch gerade was angezeigt. Willst du mich verarschen? Was ist damit? Ach, Dina macht's. Ja. Zeige ich dir gleich. Hm. Könnte klappen. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Ich denke mal, da hinten wären wir ja eh nicht hochgekommen. Echt mal, Dina, streng dich an. ...5774? Leben wir in der Zukunft? Ein Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen honiggetunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. So, was hast du denn zu sagen? Entschuldigung. Kam es mir eben aus der Nase. Leutnant Torres, vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland. Als der Zweite Weltkrieg begann, er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeit gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen. Beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen. Aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt das in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Abi Siva Saunders. Oder Saunders. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Euer Tagebucheintrag. Wenn ich an Joel durchgestrichen ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? Durchgestrichen. War ihr Gott bei ihr? Durchgestrichen. War er am Ende bei ihr? War er bei Joel? Habe ich es für Joel schlimmer gemacht? Durchgestrichen, weil ich da war. Oder war ich nur anwesend, durchgestrichen, ja, als ich bei ihm war? Ich will nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben von Schmerz, durchgestrichen. Ich will den Glauben durch Schmerz.
Können wir, wir haben ja Pilzgieß, ne? Können wir schon wieder was machen? Nein, können wir nicht. Okay, zwei Pillen fehlen uns noch. Schnellere Medikits erhöht die Geschwindigkeit. Ja, dann war's das, dann können wir jetzt gehen. Tot. Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Ja, das sollten wir definitiv. Wir schauen uns auch noch weiter um. Bevor wir dieses Gebiet nachher verlassen sollten. Zumindest ist es hier friedlich. Ina, mach hin. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Sie hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Geschafft. Du hast 46 Zusätze. Drück um ne. Oh, schön. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hallo. Und eine Sammelkarte. Okay, das war wohl alles. 46 Zusätze. Ui, na das gefällt mir. Das gefällt Papa. Santi! Schön, dass du da bist. Hi, na, wie geht's dir? Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich habe Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Auch ganz gut, und selbst? Doch, und ja. Ich weiß, ich dachte... Man schlägt sich so durch. Man kennt... Mädchen, dass das trocken kennst du ja, ne? Man schlägt sich so durch. Ich habe nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Santi, was steht heute Abend an bei dir? Bock auf ein bisschen Fasmo heute Abend oder hast du heute was anderes vor? Ich frag für einen Freund. Hörst du das? Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. So, kannst du mal bitte deine Karte aufmachen? Ich möchte mal gerne wissen, wo wir jetzt sind. Wir sind da. Okay, und da oben wollte ich nochmal hin. Weiß noch nicht. Ich bin noch unentschlossen. Ja. Sag Bescheid, ne? Falls du Bock hast oder auf irgendwas anderes. Ellie, ich bin gerne dabei. Krank. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Mann. Komm schon, der war doch gut. War ich nicht, das war schon.
So, jetzt muss ich wieder vorlesen. Das ist ja genau meins. Hey, Davis. Suche in unseren alten WLF-Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Sireveda. Mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns drum. Hab dich lieb, Mike. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was? Kaffee? Kaffee geht immer. Kenner von wegen. Apropos Kaffee, ich glaube, ich werde mir gleich nochmal einen Kaffee machen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn wir gleich mal eine kleine Pause machen. Hab letzte Nacht Lunch-Lady gespielt. Ist witzig, aber auch knallhart. Vielleicht wäre das auch was für dich. Ja, ich Lunch-Lady habe ich tatsächlich schon auf YouTube gesehen. Aber ich glaube, so schlimm ist das gar nicht mit Lunch-Lady. Ich meine, wenn man zuguckt, ist es nicht schlimm. Alter, da habe ich mich aber auch eben. Uhuhu. Ja. Was ist das? Barkos. Ich war mehr kriechend unterwegs als laufend. Ist das nicht eigentlich scheißegal? Ich meine, die Alte kriegt dich ja so oder so irgendwann. Barkos steht drauf. 900 Marion und 6. Keine Ahnung. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich glaube, heute werden wir gar nicht zu so viel kommen. Ich bin ja hier völlig beschäftigt. So, da unten ist das, okay. Da sind wir vorbeigeritten vorhin. Ja, dann gucken wir da nachher mal. Dina, musst du aufs Klo? Alter, Dina, hast du Spritzdurchfall oder was ist mit dir? Also gesund sieht das nicht aus. Na, ich lass dich mal machen. Die laufen tut die einem nichts mehr. Es sei denn, alle liegen, dann hat man verloren. Ja, Lunch Lady. Ja, mal schauen, ne? Ist ja jetzt nicht so teuer. Kostet irgendwas bei 3,99. Könnte man auch mal machen. So, dann reiten wir nochmal. Da waren wir schon. Sind wir jetzt hier durch? Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal rüber. Hier müssen wir nachher hin. Liegen kannst du auch nichts sammeln, außer Medipacks, wenn man denn eins findet. Ja, aber da liegen ja genug rum, ne? Also ich fand das... Es sah jetzt nicht so schwer aus. Obwohl, ich hab's ja nicht gespielt, also. Kann's nicht sagen. Ich hab's nur gesehen. Genug? Ja, ich weiß es doch nicht. Ich hab's nur mal bei YouTube gesehen, das ist aber auch schon eine Weile her. Und die haben's erfolgreich sogar durchgespielt. Santia, musst du mal die Augen aufmachen. Da liegen so viele Sachen rum. Weißt doch, wenn du eins brauchst, findest du keins. Ja, leider ja. Leider ist das vollkommen wahr. So, hier in das Gebäude möchte ich gerne noch rein. Ich hoffe dafür... Dafür gibt es wenigstens noch was Geiles. Diese scheiß Schatzsuche hier. So, warte, kommst du mit? Oder willst du hier bleiben? Mir ist halt egal.
Oh Gott, ich muss schon wieder vorlesen. Gavin. Derek hatte letzte Woche Probleme mit einem kaputten Fenster und er hätte sein verdammtes Bein verloren, wenn wir ihn nicht schnell in die Sirivena gebracht hätten. Ich habe jetzt ein paar Vorräte an verschiedenen Orten im Zentrum verstaut. Für zukünftige Notfälle, gebrochene Beine, Infizierte, den Mist, der Derek immer passiert und das, was weiß ich. Du wolltest doch ohnehin zum West-2-Kontrollpunkt. Kannst du da die Vorräte wieder auffüllen? Das Tor wurde seit Jahren nicht benutzt, aber die Kombination ist der alte Code. Für West 2, Allison. Entschuldigung, ich muss mal kurz. Oh, die Nase juckt. Doch die Pillen mit. Sind wir jetzt hier durch? Nee. Wo muss ich denn diesen scheiß Schlüssel? Achso, ich kann auch irgendwas craften, ne? Nee, hier sind wir noch nicht durch. Schauen wir uns nochmal um. La 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 la. Irgendwie muss man doch in dieses Gebäude reinkommen. Aber schauen wir mal, wenn du wieder mal Phasmo möchtest, können wir auch das spielen. Du, mir ist das, ne? Es muss ja nicht nach mir gehen. Wir können ja auch irgendwas anderes machen. Ich kann auch Mensch ärgere dich nicht spielen. An mir soll's nicht liegen. Markus, hey, hast du davon nicht den Schlüssel? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wo ich den Schlüssel reinmachen kann, Dina. Wir werden hier doch bestimmt nicht alleine sein. Ach, Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Wir gehen mal hier vorsichtig lang. Dann geht's heute mal nach dir. Ich mache aber dann um 6:30 mal eine kleine Pause und dann weiß ich nicht. Sagst du an, wenn du Lust hast. Scheiße, was ist das hier? Alter, hier gibt's ja alles. WLF-Sache. Das ist ja ein Hauptgewinn. Wir halten uns für Schafe, zeigt die Zähne. WLF-Propaganda. Waren eh erstmal einkaufen. Ach so, ja, denn. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Macht ihr mal. Schützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Oh, ein Holster? Ja. Goonie und Ghost würden das lieben. Gewehrholster zum Anzeigen drücken. Ah, okay, jetzt können wir die Waffen wechseln. Ja, nice. Siehst du, umschauen lohnt sich immer. Du warst das hier schon? Na
Eine Pulle. Pulle, Pulle. So, hier schon wieder eine Karte. Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Wollte gerade sagen, vielleicht gibt es den Konvoi ja noch. Ist doch bestimmt noch irgendwas. Es geht sofort weiter. Ich muss bloß kurz mal meiner Sucht nachgehen. Was trinken und eine rauchen. Also wenn wir jetzt hier rausgehen. Okay. Ich glaube, hier haben wir alles. Da glaube ich aber auch, dass wir hier alles haben. Müsste das da unten irgendwo sein. Da könnte vielleicht auch noch irgendwas sein. Ich glaube nicht, dass wir da rüberkommen, oder? Doch, wir kommen da rüber. Ah. Ach, rein. Was war hier los? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Sieh dir die Einschusslöcher an der Seite vom Truck an. Sieht nach unseren WLF-Freunden aus. Das bringt einen zum Nachdenken. Die Soldaten haben nur ihren Job gemacht und dann... Oh. Das gehört wohl zum Job. Hier sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Könnte Aua machen. Was, dafür bin ich jetzt hierher gegangen? Hätte doch wenigstens mal ein bisschen Munition reinpacken können. Und ab in den Dreck. So, bin dann erstmal weg. Bis später denn. Jo, Santi, bis später. Bring mir was mit. Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. Ganz einfach, keine Sorge. Sorgen machen wir mit mir, also. Mann, schau mal hier. Das ist ja ein Ding. Ui. Bitte. Da kommt man wahrscheinlich nicht rüber, ne? Das sind aber drei Wünsche auf einmal. Nein, nicht tragen. Du sollst runter. Ellie? Ja? Will gar nicht schwingen. Ach doch, ich will doch schwingen. Ich wollte da oben rauf. Mann. Ich drücke immer die falsche Taste, weil ich schlau bin.
Geschafft. Sehr schön. Bin unterwegs. Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. Geil. Eine Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit. Pat Garrett. Neue Verbesserungszweig. Fertigung. Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Fertige eine Verbesserung für deine Nahkampfwaffe, um ihre Haltbarkeit herzustellen und ihren Schaden stark zu erhöhen. Oh, nehmen wir mal mit rein. Rezept erfordert Bindung, Klinge und Nahkampfwaffe. Ach ja, das Umschauen, das lohnt sich einfach. Man mag es nicht glauben. So, dann gucken wir uns mal hier unten ein bisschen um. Tina, hast du das Pferd mitgebracht? Besser ist. Das Pferd heißt Lasagne. Ich habe es zum Fressen gern. Das Militär wurde vernichtend geschlagen. WLF. Die Typen meinen es ernst. Ja, wo ist der Konvoi? Soll das hier der Konvoi sein? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist ja nichts. Wir hatten ja früher nichts. Guck nochmal auf der Karte. Ja, ein bisschen geradeaus, also im Wasser. Wow. Ein Dörfleisch. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Da war doch noch eine Karte. Oder ein Zettel. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abfangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Weißt du, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden? Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen, Isaac. Schade, ich dachte, hier wäre noch was, aber nein. So, Lasagne, dann wollen wir mal. Auf geht's! Haben wir denn jetzt alles durch? Nee, ein Fragezeichen ist noch. Madison Street. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Es tut mir leid. Also, es tut mir fast leid.
So, hier soll noch irgendwas sein. Wo willst du hin? Da hinten ist was. Du's Gatecode. Okay, ich muss gleich nochmal gucken, welches Gate das war. Gate West 2, okay. Gate West 2 war... Gate West 2, 0451. Glaube ich. Ich hab's gerade gelesen, ne? Jetzt habe ich den Code schon wieder vergessen, weil ich dämlich bin. Null vier fünf eins. Ja, das war zu schnell. Bitte lass da was Vernünftiges drinne sein. Oh, schön. Ist ja wie Weihnachten hier. Gute Plünderungsaktion. So, dann haben wir das auch durch, aber da vorne ist noch... Oben rechts WLF? Fragezeichen. Weil ich die Karte... Ach. So, was haben wir denn jetzt? 57, na immerhin. Schnellere Fertigung. Finde alle, fertige alle Gegenstände doppelt so schnell an. ...25% mehr Gesundheit. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Gesundheit. Hier wird noch irgendwo, wenn jemand eine Ahnung hat, ne, was das mit dem Schraubenschlüssel zu bedeuten hat, dann gerne mal Bescheid sagen. Also ich habe dann, wenn da noch irgendwas angezeigt wird, habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mal keinen Plan. Das ist hier hinter sogar.
Aber da war doch das mit den Zombies, ne? Kann man denn da... Ne, da kann man ja nicht weiter. Ich hab grad keine Ahnung. So, jeha! Hier war ja auch abgesperrt. Ich schau mich nochmal um, aber ich glaube, da war abgesperrt, ne? Ja, hier war definitiv abgesperrt. Ach, Dina, Mensch, geh mir doch mal aus dem Weg. Du hast ganz schön zugenommen. Bist du etwa schwanger? Ich hätte die Axt gerne ein bisschen gepimpt. Aber es geht nicht. Ja, packst du. Dina, hättest du ruhig mal mit anfassen können. Trophäe erhalten, Tourist. Wie ich die Klicke hasse. Versaust du eh jedes Mal. Ich sag ja, ich hasse diese Klicke. Dann hat sie noch nicht mal was. Volle Zicke. Klickidi-Klack, Klickidi-Klack. Hey, jetzt geh mal bitte wieder in deine Ecke.
Danke für das Klebeband. So, wir rotzen hier erstmal alles weg und dann werden wir wohl looten. Nichts weiter. Suchen wir das Benzin. Ja. Ich bin ganz meiner Meinung. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst eine Reise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Ellie, übertreib's mal nicht, ne? So, ich hätte gerne eine Special Cola. Hey, hilf mir mal. Komme. Das wird sehr laut. Oder auch nicht. Warst du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Dann haben wir das hier aber fast durch. So, Molly können wir noch machen. Schere und Klebeband. Ja, meinst du? Meinst du? Stimmt, das habe ich total vergessen. Muss ich ja auch noch machen. Ich schüttel mir erstmal ein mit dem Controller. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? Gebäudeplan, Ebene 3, Magistratbüro, Bewährungshilfe, Ebene 2, Gerichtssaal, Büro vom Richter Saraza, die Salazar. Den hat bestimmt noch gar keiner gebracht. Und wieder was zu lesen. Benny. Benny! BLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du die Fedra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollten nur etwas zu essen. Ihre Familien. Seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu. Du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr am Houston Café allein. Bitte komm.
Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Und Tresor. Okay, dafür brauchen wir den Code. Code ist 860, also 86 07 22. Das könnte nützlich sein. Machen wir gleich. Nur für den Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Bericht für das Federal Zentralkommando. Betreff Seattle QZ. Ja, Ellie, sei doch mal leise. Also ich sag hier gleich gar nichts mehr. Jeder redet mich ins Wort. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nichts überstürzen. Okay, Jesse. Captain Paul Douglas. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellung in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne wurden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus der QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren tausend versorgen und unterbringen kann. Sollen die sich doch um den Unmut ihrer eigenen Reihen kümmern? Sollen die sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen? Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand sie für jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein. Leutnant Carmelo Torres. Oh, dieses Lesen, ne? 86 07 22. So, 86. Oh Mann. Nimm alles mit. Schön. Schon wieder was zum Lesen. Hört auch nicht auf, ne? Was ist das? Folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterroroperationen: Emma Patterson, Schmuggelfälschung von Lebensmittelkarten, Volksverhetzung. Jason Patterson, Schmuggel, Volksverhetzung, Terrorismus. Marcus Wilson, Schmuggelterrorismus. Louis Sanchez, Schmuggelterrorismus. Isaac Dixon, Ermordung eines Federal-Offiziers, Terrorismus, Volksverhetzung. Damit eingekreist. Hugo Gonzalez, Verbreitung von Anti-Federal-Propaganda. Alison Cole, Ermordung eines Federal-Offiziers, Volksverhetzung eingekreist. Die Pattersons und Sanchez sind tot. Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unsere wichtigste Zielperson, Sergeant Ward. Erinnerung. Alle von Verdächtigen konfiszierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist 680722. Ne. Wäre ich nicht drauf gekommen. Hi Schnucki, bin wieder da. So, dann wollen wir mal runter. Ja. Drück doch X. Wenn ich jetzt ranspringe und ich sterbe, ne? Vorsichtig. Nein.
Oh Gott, hier sind wir auf keinen Fall alleine. Shit! Ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Stirb doch! Scheiße. Das kannst du aber laut sagen, Ellie. Wieso liegt im Polizeiauto nicht mal Munition? Full. Warte. Wir haben Benzin. Ja, schön. Beschreib's bloß nicht. Jetzt müssen wir bloß noch heil rauskommen. Das Fuck Fedra-Tor wartet auf uns. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Oh. Ja, ich hätte jetzt das vorgenommen, aber irgendwie reagiert das Tor nicht. Ah. Dina, ich komme. Tja, dann haben wir alles fertig, ne? Guck nochmal auf der Karte. Fragezeichen sind alle durch. Ja, dann können wir zurück. Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur, wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Schafe melken und Kühe züchten. Ziemlich schön. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller.
Kommt ja gleich wieder mein Lieblings-Minispiel. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Ach, Dina macht das schon. So, das ist Gate East 2. Okay. Diese alten Generatoren sind ziemlich gut. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Fünf, drei, vier, fünf. Ja, nice. Ellie, du gehst da nicht alleine durch. Ellie! Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Das ist doch scheiße. Warum geht das Tor einfach alleine zu? Was soll denn der Müll? Ich wollte doch nochmal schauen. Verstehe. Ah, klar. Sinn. Ja, da gucken wir uns doch gleich mal um. Das ist doch eine Einladung für uns. Spring hier rauf. Auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Ja, wir schauen uns aber erstmal wieder um. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Ja, aber du kannst doch schon mal den Strom laufen lassen. Stell dich doch nicht so an, Mädchen. In dem Gebäude. Ja, die Waffe ist kaputt. Wenn sie kaputt ist, kann ich sie auch nicht mehr reparieren, ne?
Oho. Ach. So ein Scheiß. Ich dachte, ich könnte jetzt meine Nahkampfwaffe, aber nö. Er sieht auch noch gesund aus. Er ist frisch. Und er hat einen dieser Wolfaufnäher. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Das ist keine Gerechtigkeit. Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Soll ich für dich auf dem Klavier spielen? Behalte doch gleich als Waffe, warum schmeißt du die denn weg? Kann ich dich verbessern? Immer noch nicht. Achso, ich brauche ja die Rezepte. Ach, verdammt. 87. Sollte die Gesundheit verbessern, ne? Eine Werkbank wäre mal schön. Hey, da ist Ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Erst habe ich mir schon gedacht, dass es hier natürlich nicht weitergeht. Kenne ich auch nicht. Ja, immer her mit den Pillen. Hier passiert. Das war Tommy. Sieht ja noch fast gesund aus. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand.
kann ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Hier lang geht es raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Ja, Tina, ganz ruhig. Ich will ja nichts verpassen. Ob das ein Fehler war, jetzt schon runterzuspringen? Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt, ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Mein Lieblingsspiel. Beim ersten Mal, boah. Hab's. Und ich hab's auch. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Das finden wir heraus, Mädchen. Das finden wir heraus. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Mal ein bisschen umschauen. Dina! Schnapp die andere! Verliert sie nicht! Los! Dina! Arschloch! Peng, voll in die Fresse. Hätte nicht gedacht, dich noch mal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? 12. Du kannst das nicht stoppen. Jordan!
Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Tina! Tina! Schnapp dich das Scherbe, los! Dina! Jemand die Schüsse gehört. Schau mal, sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich habe keine Ahnung. Komm, fuck Ellie. Ellie, mach rennen. Das war echt schlecht. Los geht's. Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Keiner hat Munition von denen? Ernsthaft? Doch eine. Puh. Uiuiui. Hey, hey! Gesehen. Links von uns! Hier!
Nice. Ey, ich bin hier am Herstellen. Zieh ab. Wird aber ganz schön geizig, was Munition angeht. Schnell einen Snickers reinpfeifen. Warum liegt hier denn gar nichts mehr? So, ich werde mich jetzt hier abstellen und werde hier speichern. Und würde sagen, am Montag, denke ich mal, geht's dann hier weiter. Ich mache dann jetzt erstmal Feierabend und dann wahrscheinlich nachher noch mit Santi Pasmo zu spielen. Oder sowas. Werden wir sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, lasst ein Follow da und ne, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.